Jiddu Krishnamurti, zweites Fragen- und Antwortentreffen in Bombay am 7. Februar 1985. Since you say that there is no such thing as God, and you also condemn, wenn Sie sagen, es gibt keinen Gott, wie werden wir geboren oder wie entsteht die Natur? Wie inkarniert das formlose Leben in diese Welt? Nature came into existence, comes into the picture, kindly explain. Scientists say we came from water. Wissenschaftler sagen, wir sind aus dem Wasser entstanden, aus kleinen Zellen. Wir stammen von den Tieren ab, dem Affen. Und all das ist Teil der Natur. Es brauchte etwa 3,5 Millionen Jahre, um ein menschliches Wesen zu werden, was wir heute sind. Entweder glauben Sie daran, an die wissenschaftliche Theorie oder Fakten, oder Sie glauben daran, dass Gott uns erschaffen hat oder dass Gott in uns ist, je nachdem, welches Spiel Sie spielen möchten. Game you like to play. The scientists have proved as a fact that we come. Die Wissenschaftler haben herausgefunden, dass aus einer kleinen Zelle, die sich selbst vermehrt, ein irdisches Lebewesen wird und wir uns vom Affen bis zu unserer heutigen Form weiterentwickelt haben. Was bedeutet? Wir sind ein Teil der Natur. Sie sagen aber nicht, dass die ganze Welt ein Teil von uns ist. Und wenn Sie an einen Schöpfer glauben, der Sie erschaffen hat, dann muss dieser Schöpfer ziemlich dumm sein. Ein blinder, idiotischer Mann oder eine Frau. Denn schauen Sie sich bloß an, was wir sind. Because look at us, what we are. Sie lachen jetzt zwar, doch all die Tempel, Kirchen und Moscheen sind damit angehäuft. The mosques and the churches are filled with this. We are not made in the image of God. Gott hat uns nicht nach seinem Bilde erschaffen, sondern wir haben Gott nach unserem Bild erschaffen. Verstehen Sie den Unterschied? Says to find out, to discover, or to come upon that. Um also das zu entdecken, das jenseits des Wortes ist, was keine Erinnerung ist, keine Tradition, das nicht der Zeit angehört und so weiter, müssen wir zuerst verstehen, was wir sind. Warum wir so geworden sind, barbarisch, gewalttätig, gierig, ehrgeizig, geldgierig, wir hassen einander. Sie kennen all die Dinge, die in der Welt vor sich gehen. Das ist weit wichtiger zu verstehen, als die Frage zu stellen, wer hat uns erschaffen? Wir sind, was wir sind, jetzt. Blind, ziemlich dumm, leichtgläubig, verängstigt, einsam, depressiv, traurig. All das ist, was wir sind.
Und die ganze Struktur der menschlichen Psyche zu verstehen, ist weitaus wichtiger, als bloß über Gott zu reden oder ein Ritual zu wiederholen oder in einem Tempel ein Stück Stein anzubeten. Wenn Sie erlauben, richtig zu stellen, der Sprecher verurteilt nichts. Er zeigt nur auf, was wir Menschen die ganze Zeit tun. Er agiert als ein Spiegel, damit Sie hineinschauen können. Der Spiegel hat keinerlei Autorität. Er ist nur ein Spiegel. Wenn Sie gesehen und verstanden haben, was Ihnen der Spiegel zeigt, werfen Sie den Spiegel weg, zerbrechen Sie ihn. Machen Sie nicht aus ihm ein neues Ideal oder etwas, das Sie anbeten können, was die meisten Inder jedoch tun. Das Wichtigste zu Beginn ist also herauszufinden, wie wir leben. Warum sind wir so engstirnig, unzulänglich, begrenzt, selbstsüchtig? Es mag sich wie eine Wiederholung anhören, die sich langsam abnutzt, aber das ist der wichtigste Faktor, der unser Leben bestimmt.